Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir und zu einer weiteren Glossy Box. Und sie sieht so von innen aus, ist es eine Standardvariante. Ich habe auch schon reingeschaut, habe auch wieder die Preise rausgeschrieben und ich kann euch sagen, ist die deutsche November Box. Wir haben auch wieder hier verschiedene Flyer. Brauche ich alle nicht, kommen also in den Müll. Und dann mache ich sie mal auf. Da haben wir noch das Heft, was es ja nicht mehr gibt, mit den ganzen Informationen und den Preisen zu den Artikeln. Und dann haben wir das Schleifchen, das Raschelpapier und so sieht die Box von innen aus. So, als erstes Produkt habe ich ein Produkt, was ich jetzt schon viermal habe. Ich habe jetzt tatsächlich dieses Produkt viermal. Und zwar ist das ein Primer von Fix & Rouge in der Originalgröße mit einem Wert von 44,50 Euro. Dieser Primer ist aber richtig toll. Ich mag dieses Produkt sehr. Als Primer kann man ihn nehmen unter der Foundation oder aber man nutzt ihn als Fixierungsspray oben drüber, um nochmal ein Finish zu machen. Beides geeignet. Ich nutze ihn nur für als Primer. Mag die Textur sehr, so eine schöne rosa gelartige Textur und meine Haut fühlt sich sehr frisch und ja, mit Feuchtigkeit versorgt an. Also ich finde sie richtig gut. Da freue ich mich drüber, jetzt habe ich sie viermal. Dann haben wir als nächstes ein Parfüm, das hatten wir jetzt auch schon mehrmals, und zwar von Paper. Ja, das Produkt kostet 4 Euro. Ich muss sagen, ja, ich mag das Produkt, ist ein guter Duft, ist aber okay. Ja. Als nächstes haben wir drin ein Eyeliner, den habe ich auch, wie gesagt, bereits, das ist von Illa Mask. Ein Liquid Eyeliner, der hat halt eine Filzstift vorne dran, also so eine Filzspitze meine ich, Entschuldigung. Und dieses Produkt hat einen Wert von 11,50 Euro. Diesen Eyeliner nutze ich auch derzeitig. Ich glaube, das sieht man aber leider nicht. Ne? Ich glaube, das sieht man leider nicht in der Kamera. Aber den habe ich gerade drauf. Ist gut. Habe ich damit jetzt dreimal. Ja, kann man nehmen. Ist okay. Als nächstes habe ich hier drin. Ach ja, genau, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Fällt mir gerade auf. Moment. Ja, und zwar habe ich als nächstes Produkt drin. Da musste ich noch mal kurz in mein schlaues Heftchen schauen. Und zwar habe ich etwas drin, was ich nutze, was ich gut finde. Und zwar ist das ein Shampoo. Und zwar von Schwarzkopf BC Bonacure pH 4,5 Color Freeze. Also das ist so für koloriertes Haar ein ja, mit Zellen-Shampoo, also ein ganz normales Haarshampoo, werde ich auf jeden Fall nutzen. Soll einen Wert von 9,10 Euro haben, dieses kleine Produkt. Hätte ich mir jetzt nicht gekauft für den Wert, muss ich ganz klar sagen. Aber dass es in der Box ist, ist gut, werde ich auf jeden Fall dann nutzen. Als nächstes habe ich jetzt noch drin, Überraschung, Überraschung nochmal, dass ein anderes Produkt drin sein soll, was leider nicht lieferbar war. In der französischen Box, die ich auch schon geöffnet habe, könnt ihr also in meiner Playlist nachschauen, hatten wir andere Produkte drin, die waren bei uns in Deutschland ausverkauft. Hier waren sie jetzt enthalten, also in der deutschen waren sie jetzt nicht enthalten. Und zwar gab es da als Ersatz von Invisible, das sind solche Haargummis, altes Telefonkabel, sehen die aus, 3 Stück. In Schwarz. Ich habe die jetzt in, ja, ich habe die in durchsichtig, in Cremefarben und jetzt habe ich sie in Schwarz. Das heißt, ich habe ganz viele von denen jetzt. Ich muss sagen, ich mag lieber die mit Stoffbezug, also nicht von der Firma, aber überhaupt Haargummis mit Stoffbezug. Ist okay, dass ich diese jetzt habe. Ja, ist okay.
Und als letztes hatte ich jetzt noch in dieser Box zwei Masken. Wieder eine gute von Schems, die Aktivkohlemaske, meine Lieblingsmaske. Und dann haben wir noch die Aloe Vera Maske mit Soforteffekt. Finde ich auch gut, wirkt beides sehr gut. Und kann ich nur empfehlen, das sind mit die besten von Schems. Ja, ich habe jetzt einen Gesamtwert ausgerechnet für diese Produkte. Und zwar habe ich aufgeschrieben 77,10 €. Muss ich sagen, ist schon echt ein klasse Box, gefällt mir. Ja, liebe Leute, das war also diese Box, ist okay, die November Box hat mir sehr gut gefallen, dafür, wie gesagt, dass ich die jetzt auch kostenlos bekommen habe. Ja, ich habe halt verschiedene Aktionen, wo ich halt dann Punkte einlöse. Dadurch, dass ich die bekomme, kann man dann halt Umfragen ausfüllen und dafür bekommt man dann Punkte gutgeschrieben. Und durch andere Rabattaktionen musste ich also für diese Box jetzt nichts bezahlen. Deswegen ist das vollkommen cool und vollkommen in Ordnung und gefällt mir also richtig, richtig gut. Wenn euch auch dieses Video sehr gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, schreibt gerne in den Kommentaren, wie euch das Video gefallen hat, was euch am liebsten, also welches Produkt ihr am besten fandet, und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mir auch ein Abo da lassen, dann verpasst ihr auch nicht die weiteren Videos von mir hier auf diesem Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen und bis bald!